haben eine gute Konkurrenz. Wir haben viele Spieler für verschiedene Positionen. Das trifft auf Serge zu, trifft auf King zu, der noch ein Fragezeichen ist für morgen. Werden wir gleich sehen, wenn er auftribbelt, wie es ihm geht. Ob er einsteigt heute ins Training oder erst nächste Woche wieder. Es ist natürlich immer so, vor so einem Spiel, dass nur 10 spielen können. Du musst verschiedene Dinge abwägen. Du brauchst auf der einen Seite eine gute erste Elf, die passt zum Gegner. Du brauchst auf der anderen Seite aber auch Spieler, die du nachlegen kannst. Und es muss immer ein gutes Gleichgewicht sein, gerade in so einem K.O.-Spiel oder in einem von zwei K.O.-Spielen. Und das Gespräch war ganz normal, wie es immer so ist. Da klatscht jetzt keinen Applaus, wenn er mitgeteilt kriegt, dass er nicht spielt. Aber es haut mir jetzt auch keiner einen auf die Nase. Noch nicht.